Hallo und herzlich willkommen bei Odel TV. Es ist mal wieder Zeit, Zeit für ein neues Gericht und ich habe mir diesmal etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Und zwar zeige ich euch heute, wie man einen Outdoor-Pfannekuchen macht. Der sieht dann nachher so aus und schmeckt ziemlich lecker. Allerdings muss man bei der Vorbereitung und auch bei der Zubereitung einiges beachten und genau das zeige ich euch jetzt. Fangen wir mit den Zutaten an. Die Grundzutaten für einen ordentlichen Pfannkuchenteig sind Mehl, Milch und natürlich Eier. Für den Geschmack und die Kalorien kommt Puderzucker hinzu. Damit der Teig aufgeht, brauchen wir Backpulver. Na und eine Prise Salz gehört doch in jede Mahlzeit. Moment mal, Milch und Eier? In einem Outdoor-Rezept? Okay, das ist so etwas zu verderblich und zerbrechlich. Wir ersetzen daher die Milch durch Vollmilchpulver und die Eier durch Hühnervolleipulver. Beides erhaltet ihr in gut sortierten Outdoor-Geschäften oder im Bäckerei-Großhandel. Von diesen Zutaten braucht ihr die folgenden Mengen: 40 Gramm Mehl, 15 Gramm Hühnervolleipulver, 10 Gramm Vollmilchpulver, 20 Gramm Puderzucker, 2 Gramm Backpulver und eine Prise Salz. Am besten ihr mischt die Zutaten schon vor der Tour zusammen und packt sie dann portionsweise in passende Beutel. Darüber hinaus braucht ihr natürlich noch etwas Wasser, bevor es dann an die Zubereitung geht. Kommen wir zur Zubereitung. Das fertig gemischte Pulver schütte ich einfach in die Pfanne und verteile es ein wenig. Dann kommen 125 ml Wasser hinzu. Nun muss gut umgerührt werden, sodass ein breiähnlicher Teig entsteht. Diesen decke ich nun ab und lasse ihn dann für 15 Minuten etwas ruhen. Dann beginne ich mit dem Backen, also Gas aufgedreht und Kocher entzündet. Das Problem beim Backen eines Pfannkuchens ist, dass er möglichst bei niedriger Temperatur und bei gleichmäßiger Hitze gebacken werden sollte. Outdoor-Kocher liefern aber meist eine sehr hohe Temperatur, die dazu auch noch auf einem bestimmten Punkt konzentriert ist. Daher stelle ich den Gaskocher auf die niedrigste Stufe und schwenke die Pfanne über dem Kocher. Das mache ich etwa 1-2 Minuten, dann schalte ich den Kocher komplett aus und lege eine kurze Pause ein. Dann starte ich den Brenner wieder und schwenke wieder für 1-2 Minuten. Das wiederhole ich insgesamt 4-5 Mal. Dann ist der Pfannkuchen unten schon gut durch und gleichzeitig oben bereits so fest, dass er nun gedreht werden kann. Ist er gedreht, so wiederhole ich das Schwenkbacken auf dieser Seite auch noch 3-4 Mal. Wichtig ist, dass man sich nicht von der braunen Farbe irritieren lässt und den Pfannkuchen ordentlich durchbackt. Sonst ist er am Ende innen noch weich. Die braunen Stellen sind nicht verbrannt, sondern lediglich karamellisierter Puderzucker. So, jetzt ist der Pfannkuchen aber endlich fertig und kann verzehrt werden. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Für den Teig brauchen wir 40 Gramm Mehl, 15 Gramm Hühnervolleipulver, 10 Gramm Vollmilchpulver, 20 Gramm Puderzucker, 2 Gramm Backpulver, eine Prise Salz und 125 ml Wasser. Die Zubereitung. Zutaten gut vermischen, Teig 15 Minuten ruhen lassen, über schwacher Flamme kreisen, zwischendurch pausieren und wenden und beidseitig goldbraun backen. Das ist natürlich nur ein Grundrezept, das man beliebig erweitern kann. So kann man sich zum Beispiel noch Rosinen in den Teig mischen oder aber den Pfannkuchen mit Honig bestreichen. Ich entscheide mich für die Variante, ihn mit Zimt und Zucker zu bestreuen. So, jetzt lasse ich es mir aber schmecken und freue mich über eure Kommentare im Forum.